Heute zeige ich euch einen absoluten Familienfavorite, einen Blechkuchen mit einfachen Zutaten, die man immer zu Hause hat. Ihr braucht für den Basic unteren Teig 4 Eier, 300 Gramm weiche Margarine, 300 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl, eine Packung Vanillezucker und eine halbe Packung Backpulver. Ich nehme immer so ein Drittel weniger Zucker und das reicht da auch. Natürlich findet ihr das Rezept auch in der Infobox. Das Original ist wirklich sehr fett- und zuckerlastig und deswegen specke ich das immer so ein bisschen ab, indem ich weniger Zucker nehme und auch die zerlassene Butter am Ende oft weglasse. Ich werde euch einfach beide Versionen unten nochmal reinschreiben, dann könnt ihr selbst entscheiden. Ihr mixt jetzt also alles zusammen. Ich mache ja immer alles gerne in Handarbeit, aber ihr könnt es natürlich auch mixen, ist wahrscheinlich besser. Und dann habt ihr schon den Grundteig. Diesen wird jetzt auf ein Backblech gegeben, ein ganz normales Backblech. Und das könnt ihr dann ja, so grob darauf glatt streichen und zur Seite stellen. Um Abwasch zu sparen, nehme ich jetzt einfach dieselbe Schüssel nochmal für die Streusel. Das Streuselrezept ist ganz basic. Ihr braucht 150 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, 150 Gramm Butter und ganz zum Schluss erst 3 Esslöffel, also 50 bis 60 Gramm, der ungesüßte Backkakao dazu. Das wird im Originalrezept so betont, warum weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Ganze verknetet ihr jetzt nochmal toll und dann habt ihr so richtig leckere Kakaostreusel und die kommen jetzt einfach ganz grob gezupft über unseren weißen Teig und das war's auch schon. Das ist so schnell gemacht, die Zutaten habt ihr immer zu Hause. Das Ganze geht jetzt, ja je nachdem, wenn ihr ein größeres Blech habt, 20, 25 Minuten. Mein Blech hier ist jetzt ein bisschen schmaler, so 25 bis 30 Minuten je nach Ofen. Im alten Original-DDR-Rezept soll man jetzt den warmen Kuchen mit 100 Gramm zerlassener Butter übergießen und mit Puderzucker garnieren. Ich habe jetzt hier heute mal die Originalversion gemacht, weil die meinen Kindern einfach am besten geschmeckt. Und ja, habe nicht alles, aber habe die ein bisschen eingepinselt mit zerlassener Butter. Und dann noch mit Puderzucker bestreut. Und hier ist der noch viel zu warme Kuchen schon angeschnitten, weil keiner mehr warten wollte. Er ist so butterig, weich, nett anzuschauen, auch mit dem Muster, das sich dann automatisch ergibt. Und der ist so zart, der ist auch noch nach 2-3 Tagen lecker. Probiert es einfach mal aus und lasst es euch schmecken.